Das war's. Schluss, aus, Ende. Hertha BSC und Markus Babbel gehen getrennte Wege. Die Entlassung des Trainers, Höhepunkt eines vorweihnachtlichen Dramas beim Hauptstadtclub. Akt 1 und 2, gegenseitige Lügenvorwürfe und verpestete Stimmung. Natürlich ein bisschen enttäuschend, dass man nicht außen hingestellt wird. Die Entwicklungen der letzten beiden Tage und insbesondere die Entwicklungen, die darin gipfelten, dass er mich fortgesetzt in den letzten beiden Tagen öffentlich der Lüge bezichtigt hat, ließen Hertha BSC keine andere Wahl. Grund des Streits? Der Trainerposten. Babbel wollte nach der Saison nicht verlängern und hatte das dem Verein nach eigenen Angaben schon Anfang November gesagt. Ich habe es ja Ihnen ja auch erzählt, dass ich mich in der Länderspielpause bekennen werde. Das habe ich getan und ich denke, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da geradlinig bin und warum sollte ich da auch rumeiern. Hertha-Präsident Gegenbauer allerdings berichtet von einer anderen Version. Ja, es gab am Freitagabend ein Gespräch, in dem er mich gefragt hat, ob ich Bescheid wüsste. Habe ich gesagt, ja, seit Mittwoch früh. Dann hat er versucht, mir klarzumachen, dass er das anders sieht und ich habe ihm gesagt, das halte ich für ausgeschlossen, aber das Gespräch beendet. Es war eben nicht so, wie er es gesagt hat. Wer nun was wann gesagt hat, das bleibt die große Frage. Babbel kann sich nichts vorwerfen. Ich denke, ich habe diesbezüglich alles richtig gemacht. Und ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich irgendjemand hinhalte, dass ich falsch bin, dass ich nicht die Wahrheit sage, dass ich den roten Teppich nicht annehme. Doch egal, wie die Antwort ausfällt, Markus Babbels Weg in Berlin ist jedenfalls beendet. Für die Hertha hingegen geht es weiter. Noch vor Weihnachten soll der Wunschkandidat Michael Skibbe als neuer Chefcoach vorgestellt werden. Nach seinem Weggang aus Frankfurt heuerte Skibbe bei dem türkischen Erstligisten Eskişehirspor an. Und dort macht er gute Arbeit, liegt mit der Mannschaft auf Platz 4.